Ein wunderschönes Beisammensein wünsche ich euch und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kirby's Return to Dreamland Deluxe. Ganz genau. Wir haben beim letzten Mal, ich vermute, die letzte Welt erreicht, Stage 1 sogar schon gemacht und kommen jetzt zu Stage 2. Und in der letzten Folge haben wir auch schon gemerkt, vieles hat sich verbessert. Es wurde einfacher. Mal gucken, wie das heute so ist. Es fängt erstmal schön an. Wir sind so in der Luft. Und wenn ich das richtig sehe, ist hinter uns so ein Planet und wir sind Super Saiyajin Kirby. Okay, da können wir nicht stehen. Und wir machen uns irgendwie immer so Stück für Stück den Weg auf. Uiuiuiui. Kirby ist aber auch eins Maschine. Nein, ihn hier. Will ich, ja, ganz genau. Oh, sogar einen Run-Up rausgeholt. Let's go. Und rein da. By the way, kann ich hier hochfliegen? Also kann ich, ja. Aber, hä? Er ist einfach... Ihr glaubt nicht, wie oft ich mich gerade umgedreht habe, um den Typen von der Seite zu treffen. Glaubt ihr mir nicht. Och, dann respawnt der wie der letzte Loser nochmal. Und der auch. Bam! Ja, jetzt geh heulen hier. Let's go. Will ich das wegsaugen? Ja, eigentlich schon. So. Actually, meiner Meinung nach die beste Fähigkeit. Ich kann an Wänden stehen. Komm, ein Stück her. Boom. Let's go. Ich kann so... Lol, den habe ich nicht gesehen. Lol, wo war der? Oh, die sind hier unten, legit. Lol. Hä? Geht doch weg, 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 weg. Wir versuchen natürlich wieder so viele Zahnräder wie möglich mitzunehmen. Alle werden es, ich vermute mal, sehr, sehr stark nicht werden. Aber mal schauen, aber mal schauen. Das war... Zum Beispiel sehr unschlau. Wie wurde ich denn jetzt getroffen? Ich stehe da, spamme einen Angriff und werde einfach getroffen. Kann man aufladen? Nee, kann man hier nicht zum Beispiel. Was ist das hier? Das ist eine Wolke. Cool. Uiuiui, da ist der Boden weg. Lalalilala. Bro, hier passiert so viel. Bis wohin muss ich das tragen? Oh! Hä? Ich hab den doch angegriffen! Das ist so ein Scam. Boah, und das war mega knapp. Ich hab da voll drauf gehauen, angreifen. Was macht Kirby? Boah, guck mal, eine Fliege. Mega weird. Oh, hier muss ich sogar, jetzt muss ich switchen. Muss ich das verstehen? I get it. Hä? By the way, ich habe mich gesoftlockt. An der Stelle. Ganz kurz. Ah, ihr seht das gar nicht. Da muss die Bombe hier drauf. Ich wollte jetzt smart hinfliegen. Kann nicht ganz. Okay. Frage, wie soll das möglich sein? Vielleicht so. Aber vielleicht einen höheren Winkel. Oder ich stelle mich auf smart so hin. Nee. Och, geh doch weg jetzt! Was ein... Let's go, das hat viel zu lange gedauert. So, haben wir das. Meine Güte. Was ein... Also, come on.
Nee, wir bleiben noch fröhlich. Ich bin noch alles gut. Ich bin noch gut gelaunt. Mal gucken, wie lange das anhalten wird. Was? Okay, beruhigt euch. Geht doch alle weg hier. Apropos weggehen, öffne er mir doch hier mal schön die Türen. Ja, jetzt kommt ihr hier nicht durch, was, ihr Losers? Ja. Die Musik ballert, habe ich schon gesagt. Die Musik gefällt mir. Die Ladezeiten allerdings nicht. Oh, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Okay. Natürlich nehme ich die falsche. Also wer auch nur 2 Sekunden dachte, dass das erste, was ich nehme, das richtige wäre, naiv. Also, natürlich. Erst links. Wetten, das ist auch noch genauso, dass das in der Mitte für die Mitte ist? Nein, guck dir. Da muss man schon... Woher? Woher kommt er? Ich habe euch alle unten besiegt. Nur weil ihr respawnt wie die letzten. Das ist so ein Scam. Essen. Rein da. Doch weg. Blödsinn. Ja, komm, die sterben. Komm her. Ja. Das hier wird die links öffnen. Ich will deine Fähigkeit. Give me your Fähigkeit. Thank you. Okay. Ich fühle mich gewappneter. Bam. Zack. Wie krass man sich damit fühlt. War ja noch was? Ich glaube nicht. Rein da. Direkt nächste Stage. Weiter geht's. Hier wird gar nicht groß überlegt. Hier haben wir ja hier auch ein bisschen so die neuen Dinge erleben. Ne, ich gehe einfach weiter. Werft ihr nur mit Bomben. Ist ja nicht mein Problem. Ich kann hier auf ganz entspannte Weise... Oh, nee. Was? Low. Hä? Das wollte ich eigentlich machen, ja? Das macht so goddamn Damage. Oh Gott. Aber dafür kann ich doch nichts. Hä? Also der eine Treffer war komplett unfair. Weil Kirby in seiner Angriffsanimation... Ach komm. Ja, das ist dumm. Nee, ist okay, komm. Weg mit euch. Dem Roddle, die ich auch... Natürlich respawnt er 2 Zentimeter. Also die respawn. Hä? Es gibt doch keins mehr. Nee, ich habe gesagt, ich mache die 100% nicht und ich will mich mit sowas nicht aufhalten. Also die Respawn-Distance von Gegnern ist so 2 Zentimeter, dass es halt schon dumm ist. Aber ist gar kein Problem. Weil, interessiert mich nicht. Also doch, interessiert mich schon, sonst würde ich mich nicht drüber aufregen. Ey, ihr wisst, was ich meine. Nicht doch, meine Blöde. Ich will ihn haben. Rein da, ultra super geisteskranke Harry Potter Magie! Hui! Oh, okay, ich lenk das. Und das öffnet sich jetzt? Das ist krass. I like this feature. Finde ich gut. Super geisteskranke Obermagie. Gegner sind nicht so wichtig. Kann ich im Nachhinein noch machen. Wow. Let's go. Bam. Ich habe selbst das Schild zerstört, das mir sagt, dass ich hier weiter rechts lang soll. Zack. Okay, ihr hittet mich gar nicht. So.
So. Hier unten ist noch was, aber ich glaube, das interessiert nicht. Öffne er mir die Tür. Ah, nee, da komme ich jetzt hin. Wundervoll. Ist das ein Secret oder ist das der... Das wollte ich nicht. Oder ist das der reale Weg? Oh, holy, wie viel gibt es denn hier? Oh, what a wang. Was passiert? Der Nasenbär hier macht uns die Tür auf. Und natürlich eine weitere Zusatzstage für uns. Let's go. Finde ich, kann man machen. Natürlich werden wir die Zusatzstage nicht schaffen. Wer das dachte, naiv. Aber ich will sie mir trotzdem anschauen. Mach auf jetzt! Uiuiui. Da habe ich schön die Zeit gespart, aber da fällt mir wieder ein, Zeitspann bringt nichts, weil die Wand ja einfach schneller wird. Ja. Weil das Spiel denkt, es ist funny. Seht ihr das, wie das jetzt langsamer wird? Okay, und wie ich jetzt sterbe? Wie ich nicht sterbe, weil ich einfach ein geisteskranker, smarter Player bin? Okay, ich werde sterben. Oh mein Gott. Als hätte ich das Game studiert. Als hätte ich nichts anderes in meinem Leben gemacht, als das Game zu studieren. Let's go. Stein oder Ringschirm? Es kommt ein Boss, also safe Stein. Zwei Gears, okay. Ein Sphärenspuk mal wieder. Dann bin ich jetzt halt nicht mehr unverwundbar in der Phase. Doch, bin ich scheinbar schon noch. Das war weird. Wieso schlägt Kirby denn? Hab ich... Kirby, du machst ganz dumme Sachen. Das kommt nochmal. Ja, teleportier dich in mich rein, ist gar kein Problem. Er macht das jetzt nochmal, oder? Nein? Let's go. Aber er ist down. Die Steuerung ist weird, wie schon gesagt. Die Steuerung hat sich in Welt 2 und in Welt 3 drastisch verändert. Und das... Nicht so schlimm. Wir werden sogar voll geheilt, finde ich gut. Das macht es mit der Steuerung aber nicht besser. Aber dafür können wir jetzt in das nächste Areal steppen und schauen, was uns erwartet. Das schmeckt irgendwie schon so nach Ziel. Weil wir haben alle Zahlen. Also, wir haben das letzte Zahn. Oh nein. Ich habe noch nicht einmal gedrückt. Der macht das alles automatisch. Aber ins Ziel kommen wir trotzdem. Schließlich sind wir hier die Profi-Gamer. Also, alle mal beiseite steppen hier. Könnt ihr also wirklich hier. Also, ich bin ja geisteskrank hier. Let's go. Bonus-Game. Und bam, der war nicht gut. Ja, 4. Der war gar nicht gut. Das geht besser. Aber Stage 2 wird damit auch absolviert. Ist es nicht schön? Und wir können straight up zu Stage 3 laufen. Ja, diese Prüfung, weiß ich nicht, ob ich die noch machen möchte. Weil, ach, keine Ahnung. Wir gucken uns das dann alles in Ruhe an. Aber jetzt erstmal wird sich hier umgekümmert. Oh nein. Oh nein. Natürlich ist hier Wind. Das bezweifle ich auch gar nicht, dass hier Wind ist. Zu mild. Nee, man merkt schon, ich habe schon so Angst hier vor allem. Kann hier nichts machen. Ich brauche Magie. Ich brauche Magie und Magie hat er hier gehabt. Richtig, richtig. Ich erinnere mich sogar noch an das Game.
Aber wo muss ich jetzt magisieren? Hier muss ich magisieren. Hallo! Ich wurde durch die Wand gedrückt. Clearly durch die Wand. Das Spiel macht Spaß. Dass das Spiel größer Betrug ist, wissen wir mittlerweile. Habe ich jetzt häufig genug erwähnt. Das war dumm von mir. Ja, roll doch runter. Nein, er rollt natürlich nicht runter, weil er 2 Meter vorher bremsen kann. Und das soll ich woher wissen? Wo steht das? Wo steht das? Geh hier weg, komm. Mir noch ein bisschen Heilung. Und ich bin hier weg. Gar nichts mache ich hier. Man merkt schon wieder, ich werde schon wieder salty. Nach 15 Minuten nicht gut. Nicht gut. Weil ich heute noch eine 2. Folge aufnehmen wollte. Natürlich. Ach komm. Nein, nein. Das ist komplett dumm. Safe nehme ich hier noch eine Kanone mit. Ich skip hier alles. Hier hätte ich die Kanone gebraucht für ein bisschen Geld und Kuchen. Ah, come on. Und jetzt sterbe ich straight up nach dem Checkpoint. Ich nehme mir mal deine wunderbare Fähigkeit und setze sie gegen Raupi ein. Uiuiui. Ich muss hier richtig, ich muss faster sein als das hier, richtig? Ich schätze schon. Smart. Und smart. Uiuiui. Nein, natürlich. Natürlich. Das ist natürlich das Logische, was passiert. Das Game ist so weird. Das Game ist so weird. Das hat für mich nicht diesen Kirby-Charme, den das Vergessene Land zum Beispiel hatte. Kirby und das Vergessene Land war so ein gutes Game. Und hier werde ich bisher nur enttäuscht. Frage, wie soll ich denn an die ganzen Dinger da dran kommen? Mit Magie? Ich habe keine Magie, sorry. Ich habe Steinfähigkeit. Boah, das war knapp. Das auch. Ah, das habe ich überlegt. Ich bin ja Profi-Gamer hier. Ihr könnt auch an der Stelle, es wäre super lieb, einfach mal ein Like da lassen. Und mich ihr könnt versuchen, mich aufzumuntern damit. Will ich Superman sein? Na, eigentlich schon, ja. Dann halt nicht. Ah, ich muss einfach nur fast enough sein. Okay. Fast enough und das Ding regelt. Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch fast sein. Ich kann... Got it. Okay, nicht möglich zeitlich. Mir auch egal. Ganz ehrlich, ich habe einfach... Also, ich habe auch einfach nicht mehr die Motivation. Anfangs war ich noch motiviert, da noch ein paar Gears zu holen, aber mittlerweile fehlt mir auch diese Motivation, weil das Spiel catcht nicht. Also, das Beste am Spiel war bisher der Trailer. Und das sollte halt nach Möglichkeit nicht so sein. Also... Weiß ich nicht. Das ist halt meiner Meinung nach total verschenktes Potenzial. Ganz ehrlich. Also, weiß ich nicht. Ich find's schade. Das Spiel wird auch beim Fazit sehr schlecht abschneiden im Vergleich zum letzten Kirby. Wie random ist denn das bitte versteckt gewesen jetzt? Ja, ein bisschen Heilung habe ich nötig. Ja, schon das nächste Level fertig. Wobei, das Level war jetzt auch relativ schnell durch. Da konnte man rushen.
Oh mein Gott, mir tut mein Rücken ein bisschen weh. Ich hab nicht gedrückt. Wir reden da nicht drüber. Nee, ich bin heute Abend, glaube ich, einfach schlecht gelegen beim Schlafen. Glaube ich. Ja, Stage 3 ist fertig, komm, Stage 4. Das Spiel gibt mir nicht mehr diese Vibes, like, so wie Kirby's Return, wie Kirby und das Vergessenland. Kirby und das Vergessenland hat mich immer wieder angespornt, nochmal reinzugehen, Waddle Dees zu suchen. Und das Spiel ist halt einfach so unmemorizable. Also, für die nicht so gut Englisch können, ich kann mir nichts von dem Spiel merken. Das Spiel ist maximal eintönig. Also, vielleicht sehe auch nur ich das so, aber mir sagt das halt gar nicht zu. Und so ein Levelkonzept wie das hier ist halt auch luck-based. Entweder kommst du durch oder halt dein Pech. Jetzt hier beim zweiten Versuch den Schuh geskippt. Weil das halt... Nee, ich will gar nichts dazu sagen. Wenn ich die Chance habe, den zu skippen, dann... Bro, ich habe dich nicht mal berührt. Also das ist doch dumm. Nee, sorry. Also for real. Hier hätte man den Schuh dann gebraucht, ja. Okay. Das... Ey, dieses Spiel macht mich so fertig. Das macht mich so fertig. Das hat noch kein Spiel geschafft. Das ist bisher das, also wirklich das... Nee, ich will's noch nicht sagen. Ich will's noch nicht sagen. Das Spiel demotiviert halt komplett. Und das macht's halt schade. Warum unterscheidet sich dieses Kirby so sehr vom Vergessenen Land? Also... Natürlich, Vergessenes Land ist ein komplett anderes Game, so. Aber diese Kirby-Essenz von Kirby und das Vergessene Land fand ich so gut. Und ich find's schade. Ich weiß nicht, ob das bei allen alten Games so ist oder jetzt nur bei dem hier. Aber das Game fühlt sich halt für mich nicht nach einem Kirby-Spiel an. Und es liegt nicht daran, dass es 2D ist. Das Spiel ist halt einfach... Ich weiß es nicht. Und das liegt auch nicht daran, dass es schwer ist. Es verfolgt halt eine weirde Konzeptstrategie. Ich weiß nicht genau, was es ist. Schwer war Kirby das Vergessene Land ja auch. Und da hatte ich ja auch Probleme damit. Aber das Game macht nochmal einiges anders irgendwie. Und das gefällt mir halt überhaupt nicht. Nee, ich will das damit antreten, komm. Was erwartet mich? Will ich es eigentlich wissen? Komm, rein da. Nochmal. Und weg da. Wie dumm! Ich... Fliegen bringt nicht mal mehr was. Weil, hallo! Fliegen wird ab sofort auch mittendrin einfach abgebrochen. Vor allen Dingen... Es ist so... Mann, ich will hier auch nicht die ganze Zeit sitzen und mich über dieses Spiel beschweren. Das hat doch keinen Mehrwert für euch, keinen Unterhaltungswert, gar nichts. Es halt einfach... Mich stört halt legit alles. Das Spiel macht mir schlechte Laune. Das heißt, ich bin nicht richtig ready für das Game. Das heißt, ich biete euch keinen Unterhaltungswert. Und das heißt halt auch, dass ihr die Videos nicht gerne schaut, so. Ich kann mich auch täuschen. Vielleicht feiert ihr das mega, wenn ich mich hier... Wenn ich mich hier mega drüber aufreg. Das kann auch sein, aber... Mir macht es halt einfach so, wie es aktuell ist, überhaupt keinen Spaß, das Game. Und das finde ich halt schade. Natürlich ist er genau da, wo ich stehe. Und da kommt noch die Schwierigkeit dazu. Die zieht mich auch nochmal runter. Wundervoll. Hätte mich die Kugel jetzt noch getroffen. Skip. Skip, tot, Controller im Monitor, Monitor kaputt. Und vorbei, Let's Play beendet, nichts mehr. Bin mir sicher, wenn ich hier mit dem Hammer drauf hau, werde ich hochgebounced. Das sind halt schon so innovative Ideen. Aber, das ist halt vereinzeltes Zeug. Und das finde ich schade.
Vielleicht muss ich das Spiel auch im Multiplayer spielen, weil es ja auch als Multiplayer-Game beworben wird. Ich weiß es nicht. Aber aktuell, als so wie ich es jetzt gerade spiele, macht es mir einfach keinen Spaß. Sorry, ist halt so. Ein bisschen Kritik hier äußern. Ich habe auch gar keinen Bock auf das Fazit, weil wahrscheinlich gibt es so Fans, die dieses Spiel halt wirklich, wirklich gut finden. Und dann komme ich da und sage, ja, das Game ist halt Müll. Das ist das schlechteste Kirby, das ich je... Wegen sowas zum Beispiel. Nein, ich weiß, ich mache es dadurch jetzt ein bisschen auch kaputt, dass ich Dinge nicht häufiger probiere. Aber ihr müsst verstehen, wenn man keinen Spaß hat, dann... Wieso erkläre ich mich eigentlich so genau? Wenn ihr bei was keinen Spaß habt und oder keine Lust, dann macht ihr das ja auch nicht so. Und so müsst ihr das jetzt halt auch hier verstehen. Es ist einfach, ich fühle das Game nicht. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr auch das Gefühl habt, dass das Game was komplett anderes ist. Oder ob wirklich nur mir das so geht. Aber... Weiß ich nicht. Vielleicht ist euer erstes Kirby, habt da voll die Nostalgie-Vibes und ich rante jetzt hier so darüber, dann tut es mir mega leid. Ey, das ist meine Meinung, ihr könnt eine andere Meinung haben. Wenn ihr das Game feiert, dann feiert das. Aber ich tue es halt nicht. Und ich hoffe, dass jetzt das Game dann auch bald mal vorbei sein wird. Da ist aber Stage 5 und das hier oben ist dann wahrscheinlich der Boss. Schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch das Ganze nicht gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr gar keinen Bezug und keine Meinung zu der Folge habt, lasst ein Like und ein Abo da. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.